Willkommen zurück, Leute, zu den Most Fun Killer Builds. Heute geht's rein mit unserem Billy Boy. Und da haben wir wieder mal die Low Pro Chains mit dabei, dass wir uns einfach durch Pellets durchschredden können. Dann zwar keinen ganzen Down bekommen, aber wenigstens eine Injury bekommen. Zusätzlich haben wir da noch Leafy Mash mit dabei, was einfach dafür sorgt, dass wenn wir einen Survivor mit unserer Chainsaw hitten, wir 15 Sekunden lang undetectable sind. Was ziemlich geil auch ist in Kombi mit Barbecue, wenn wir dann einfach schon einen Hook bekommen, paar Sekunden noch über haben und schön rein undetectablen können. Ist natürlich 15 Sekunden ein bisschen wenig, aber kann zu sehr geilen Situationen führen. Vor allem, wenn man rumslagt, so wie ich es auch ehrlich gesagt ein bisschen vorhab. Dann haben wir noch mit dabei Lethal einfach, dass wir die ersten 9 Sekunden sehen, wo die Survivors sind. Direkt bestenfalls einen Snipe hitten. Barbecue, ebenfalls dasselbe. Ich will die Snipes hitten wie sonst was. Mit den zusätzlichen 2 Sekunden noch von Lethal bei Barbecue dazu gebufft. Und dann haben wir Pop mit dabei. Weil wir sowieso für Snipes gehen und speedy as fuck sind, können wir die Generatoren direkt natürlich ein bisschen slowdown. Wenn wir einen Hook holen, können wir nämlich innerhalb der nächsten 45 Sekunden 30% des momentanen Progresses eines Generators runterbreaken. Und dann mit dabei, wichtig, ganz, ganz wichtig, in jedem Build mit Billy spielt Bamboozle. Es ist immer wieder geil, weil man sonst durch Windows gefickt wird. Man muss die Windows einfach blockieren und die bleiben, wenn man mit Bamboozle 15% schneller drüber wollte, dann auch für 16 Sekunden blockiert. Und jetzt gehen wir auch schon rein mit einem meiner schwächsten Killer und hoffentlich trotzdem sicken Snipes. Okay, Leute, wir versuchen jetzt unser Bestes. Ich werde mich blamieren und ich weiß es. Und ihr wisst es auch. Nee, wir haben keine 3 Distortion-User. Wir haben keine... Ich weigere mich zu akzeptieren, dass wir 3 Distortion-User haben. Wir haben 3 Distortion-User. Ach du meine Fresse, was ist das für ein fucking Perk aber auch. Nice. Ja, ich habe halt keine Ahnung, wo die hin sind. Ja, komm. Wir brauchen einfach komplettes Distortion auf jetzt von ihnen und hoffen, dass die bald nichts mehr haben. Es sind wirklich 3 Distortion-User. Es ist belastend. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer dass es belastend ist. Ja, okay. Was? Warum? Das war ein wilder Pellet-Drop. Boah, ja. Ich törne mich immer viel zu viel danach. Muss ich einfach sagen. Und jetzt muss ich auch einfach mal akzeptieren, dass wir hier erstmal einen Generator zum Poppen suchen sollten. Also die Runde macht mich jetzt schon ein bisschen verrückt, ne? Ist auch niemand. Das ist fucking unlucky. Das ist fucking unlucky. Da kann man mir auch nichts anderes erzählen. Ja. Wir driven einfach wieder back. Und da würde ich reinbumpen auch noch. Oh mein Gott, das ist nicht so geil. 3 Distortion User ist aber auch ehrlich nicht der way to go. 3 Distortion User ist nicht, was ich mir erwünscht habe am heutigen Tag. Das sage ich euch auch ganz ehrlich. Da brauchst du gar nicht das zu versuchen, what the fuck. Nice! Okay. Das Geile ist, jetzt ist es undetectable. Und die springt da komplett in uns rein. Let's go. Undetectable value. Okay. Okay, komm. Ja, dachte ich mir schon. Warte mal. Oh mein Gott, wie unangenehm. Wie awkward. Okay. Homie. Okay. Was machen wir zwei Hübschen jetzt?
Ja, das machen wir zwei Hübschen jetzt. Ja, genau das! Okay. Ja, sie will jetzt unbedingt diesen Hit rausbekommen. Wisst ihr was? Boah, schade. Ich hab echt gedacht, dass sie greeden wird. Schade, das hätte richtig schön werden können. Seht ihr, was ich sehe? Einen greedy Distortion-User! Boah! Ist das die Value oder ist das die Value? Das ist so hart, die Value. Komm, nutzt alle Distortion, kommt doch. Jetzt habt ihr bald, glaube ich, auch mal keine Stacks mehr. Nein, ich dachte, ihr könnt vorbeikurven, aber leider nicht. Wo bist du hin? Ja, nice Hit von ihm. Okay, schade. Da ist er schon rechtzeitig weg gewesen. Aber da gehen wir auch einfach nochmal zum Hook zurück, ne? Das sind nämlich auch wirklich beide noch am Chillen. Ist so eine chillige Situation hier, oder was? Ah, knapp vorbei. Schade. Das wäre es natürlich gewesen, aber war auch nicht mal so stark jetzt leider. Aber wir geben unser Bestes, ne? Muss man auch dazu sagen. Wo bist du hingelaufen? Da drüben sehe ich doch jemanden, oder? Da drüben sehe ich doch so hart jemanden. Oh, fuck, das war zu viel. Das war zu viel gehofft und gebetet. Warte mal, da ist noch einer. Okay. Ja, nice von ihm gefaked. Gut gespielt. Kann man nichts anderes sagen. Okay. Ich dachte, ich kann schon wieder vorbeikurven. Ich kann das so schlecht abschätzen. Oh Gott. Okay, warte mal. Ja, wir können den Chase nicht eingehen. Wir können natürlich schon, aber ich glaube, das wäre mehr Time Waste als sonst was. Okay, komm. Spinn's einfach! Ich hoffe, das versteht man halt auch. Ich bin es! Ich bin es doch. Meine Fresse, keiner versteht, dass ich's einfach bin. Ja, deiner hat wieder Distortion, glaube ich. Ich glaube nicht, dass der schon im Radius ist. Hm. Aber wir haben hier zwei schöne Hooks. Oh, doch, der war im Radius einfach schon. Okay. Nice to know. Hm. Okay, David Davidson. Ah, okay. Nee, ich verstehe. Wir dürfen das nicht overcommitten jetzt. Wir dürfen nicht zu greedy werden wegen ein paar schönen Hits. Aber wo seid ihr denn alle? Wisst ihr was? Ich regress einfach mal all die Generatoren hier. Wir haben hier einen schönen Free-Chain und den akzeptieren wir einfach mal. Wir haben hier einen ziemlich schönen Free-Turn, den wir einfach mal annehmen. Die healen sich hoch, aber ich will sowieso auf Chainsaw-Hits gehen. Das ist alles fein.
Okay. Oh, warte mal. Bist du nicht tot? Nein, weil ich keine Engravings habe. Ich habe die Curve gerade berechnet mit Engravings. Schade, aber juckt im Endeffekt nicht sonderlich viel. Ich habe ich nämlich gesehen hier. Boah, sie hat mich so zu Tode gespinnt. Sie hat mich gerade zu Tode gespinnt, aber ey, ist okay. Ist vollkommen fein. Wir akzeptieren das, hucken hier und gehen zum nächsten direkt rüber. Ey, das ist eine richtig geile Runde gerade. Richtig geile Runde mit richtig sicker Value auch einfach. Dachte ich mir schon, dass hier jemand ist. Aber wo? Aha. Was? Als ob ich da abbounce. Oh mein Gott, als ob du denkst, dass das Window... Oh mein Gott, ja. Das ist genau, was wir gebraucht haben. Ich bekomme einen Anfall. Ich bekomme einen verfuckten Anfall. Ich hasse Bar. Egal, wir gehen back. Wir gehen back wie Rücken. Die heilen sich einfach nur, oder was? Ihr heilt euch doch nicht einfach nur, oder? Hätte ich wissen müssen. Ja, aber hä? Jetzt bist du am Arsch, Homie. Richtig smart von ihm. Muss man einfach sagen. Oh, warte mal. David Davidson. Nee, ihm geht's auch gut. Ein bisschen zu gut für meinen Geschmack. Ich dachte schon wieder, ich könnte absliden, aber leider nicht. Sehr, sehr schade. Okay. Wollte eigentlich Walten, aber dann habe ich diese wunderschöne Situationchen gesehen. Was? Also das war Betrug. Verstehe ich irgendwas nicht? Warte mal, das schafft ihr doch nicht mal, oder? Doch, schafft er. Fuck, ich dachte wirklich, ihr macht's. Ja, okay. Wir können nicht hier bleiben, sonst wird da ein Regenerator gefinisht. Der Greed war schon genug. Oh mein Gott, was passiert hier mit meinen Generatoren? Okay. Nein, ich hab falsch prediktet. Ich hab geatoked. Ich habe so einen verdammten A-Hook gemacht, wirklich. Nein, ich dachte, er wird failen, ja. Ist ein 1K, aber ganz ehrlich, die Runde war doch so unnormal geil. Junge, Low-Pro-Chains sind so ein geiles Add-on, aber ich bin so scheiße mit den Low-Pros. Wenn überhaupt ein 1K, ne? Wenn überhaupt ein 1K, bin ich ja schon zufrieden. Oh, wäre ich ja schon sehr zufrieden bei den Fails, die ich da hinleg. Okay, komm. Okay. Unsere Chance. Wir müssen unsere Chance noch nutzen. Nein, fuck, schade. Oh, warte mal. Warte, schade? Ja, schade. Das war nicht so geil. Und bei denen ist jetzt natürlich auch die Frage, wo gehen sie hin? Gehen sie vielleicht um den Berg rum und playen mich? Ja.
Genau das tun sie sogar. Okay. Bekomme ich sie noch irgendwie dazu, greedy zu sein? Ich feiere die Runde so sowieso schon, aber... Nein! Okay. Nice, well played. Muss man einfach sagen. Aber warte mal, what the fuck? Was ist mit dir los? Was ist mit dir los? What the hell? What the hell, homie? What the hell? Aber ey, ist nur ein 1K. Aber wir haben, muss man auch dazu sagen, fair gespielt einerseits und andererseits trotzdem unfassbar geile Hits rausbekommen. Ey, ich bin vollkommen zufrieden. Vor allem das Undetectable Addon hat, oh mein Gott, das Undetectable Addon hat so reingecarried. Das war richtig geil. Das war richtig geil. Die Runde hat fucking Spaß gemacht, muss ich sagen. Low Pros trotzdem meine Hassliebe noch immer. Immer noch meine Hassliebe. Und For the People Buckle Up auch noch immer. Finde ich ein bisschen uncool. Finde ich ein bisschen uncool. Und wirklich Distortion dreimal auch so unlucky. Aber bis zum nächsten Mal, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt beide Distortion-News. Ich hasse diesen Tag.